Willkommen hier aus Mexiko zu unserer F1 22 Audi My Team Karriere. Wir sind hier am Autodromo Hermanos Rodriguez, einer der coolsten Strecken überhaupt. Aber für uns wird es heute nicht so einfach werden, denn die XXL Start- und Zielgeraden ist eigentlich unser Kryptonit. Aber wir werden dir natürlich hier alles zu geben. 4,3 Kilometer, 17 Kurven und natürlich 2 DS zu, nein, 3 sind sogar, aber die dritte kann man ja nicht ganz so. Ja, ich meine, zwischen Turn 11 und Turn 12, die DS-Zone ist jetzt eher so semi, aber trotzdem, es wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Rennen werden, das glaube ich, kann ich uns oder euch auf jeden Fall nach dem gestrigen Rennen oder nach dem letzten Rennen versprechen. Abonniert unbedingt gern kostenlos fürs das Video und lasst doch unbedingt gerne ein Däumchen nach oben da, schaut gerne auf iTunes, durch Gamer auf Instagram vorbei und auch unbedingt gerne auf Instagram auf TikTok, macht die 13k voll. Links wie immer alle in der Bio und wir starten hier. Wir fahren immer noch auf der sehr, sehr langen Start- und Zielgeraden und werden aktuell letzter Platz. Nach der ersten, zweiten und dritten Kurve sind wir immerhin schon siebter, fünfter, zweiter. Also die Kurven gehen eigentlich ziemlich gut. Wir müssen in Richtung Antrieb, aber auch in Richtung Aerodynamik entwickeln. Hier ist eine Highspeed-Strecke. Und da kann jeder Fehler dein letzter sein. Ihr habt es gesehen, wir waren nur 79.000 letzter, langsamer als der erste so und waren schon 8. Platz oder so. Also das ist schon sehr, sehr eng zusammen hier das Feld. 5. Platz, 3. Platz und die Kurve noch halbwegs gut mitnehmen. Ja, sehr, sehr gut. 1. Platz, Leute. Das wäre der 1. Platz aktuell und Purple im Mittelsektor. Ist natürlich keine Geraden dabei, keine richtige. Und deswegen schaut es hier ziemlich gut aus. Ein leichter Quersteher beim Reinfahren ins Stadion, aber trotzdem hier noch gut alles mitnehmen, den ganzen Schwung aus der letzten Kurve mitnehmen für eben die richtige letzte Kurve und das könnte die erste, schade, der Exit war nicht so Bombe, es wäre die Ton gewesen, aber dann hat es an Pace gefehlt. Sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Lewis Hamilton von der Pole Position. Und ein sehr glücklicher Carlos Sainz startet vom 2. Platz. Im Rest der Startaufstellung haben wir Leclerc, Verstappen, Lando Norris, der Professor, Perez, Russell, Ricardo und Fernando Alonso. Ocon, Magnussen, Guanyu Zhou und Bottas, Mick Schumacher, Vettel, Yuki Tsunoda und Lance Stroll. Gasly, Albon, Theo Pourchaire und Nicolas Latifi. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Vielen, vielen Dank und sehr, sehr traurig, dass unser Teamkollege aus der letzten Startreihe starten wird. Aber das hält uns natürlich nicht davon ab, ein tolles Rennen hier abzuliefern. Unser Start war okay. Wir kommen, weg, aber wir wissen natürlich hier auf der XXL Start- und Zielgeraden, wo echt viel Platz ist bis Turn 1. Da musst du richtig gut verteidigen und das macht doch jeder hier. Wir ziehen rüber in die andere Ecke und gehen außen an Lando Norris vorbei, aber auch an Carlos Sainz. Und da gab es eine Berührung anscheinend mit George Russell, den ich hier nicht mal irgendwo gesehen habe. Hier beim Einlenken kommt noch eine Nase, dann müssen wir nochmal die Lenkung aufmachen. Aber es ist aktuell der 3. Platz. Es war eine tolle Startphase. Aber natürlich können wir uns hier noch ein bisschen dran arbeiten. Carlos Sainz und Verstappen kämpfen. Und wir wissen wenn sich zwei streiten, ich gehe da mal neben die Strecke, denn ich möchte jetzt unbedingt nicht mit Verstappen zusammenkrachen. Wenn sich zwei streiten, Vorsicht, der dritte. Jetzt sind wir mal in besserer Position, um Verstappen hier anzugreifen. Aber, yo, Mann, Alter, was macht denn Sainz hier? Der ist komplett lost. Ich habe natürlich wenig Platz gehabt, aber trotzdem, man muss sagen, Sainz, das ist natürlich sehr, sehr grenzwertig. Aber Halleluja, wir sind immer in den Verstappen vorbei, was nicht lange dauern wird, dass wir da wieder zurückkommen. Also ich glaube mal, Max wird sich das wieder irgendwann gerade biegen. Wenn ich es nicht schaffe, in den ersten 1-2 Runden aus dem DS-Fenster rauszufahren, wird Verstappen wieder vorbeikommen. Das ist, denke ich mal, logisch und auch wahrscheinlich klar. Jetzt, wir können aber auch die Pace von Sainz halten. Ohne DS haben wir es irgendwie trotzdem geschafft, nach Turn 1 knapp an ihn dran zu sein. Es sind nur 3 Zehntel, es liegt aber vermutlich auch am Reifenunterschied. Denn er ist mit Gelb gestartet, wir mit Rot.
Also das ist noch nicht gegessen. Hier halten wir mal drauf, lassen aber genug Platz und geben ihm nach außen den Platz zum Atmen. Jetzt haben wir aber die bessere Kurve. Track Limits eingehalten und auch nicht zu früh eingelenkt. Jetzt sind wir vorbei an Carlos Sainz und übernehmen hier die Führung in Mexico City. Eine extrem tolle Strecke und ich hoffe natürlich, dass wir das halten können bis zum Schluss. Es wird sehr, sehr schwierig werden. Dennoch ein Lewis Hamilton, dennoch ein Max Verstappen. Und die erste Vermahnung, toll. Werden hier richtig, ja, hart dran gehen. Aber trotzdem, ich freue mich extrem. Ich hoffe, wir schaffen es. Hoffen wir auf jeden Fall, dass wir gut davon kommen. Das sind jetzt schon knappe 8 Zehntel. Das ist natürlich wichtig, aus dem DRS-Fenster rauszufahren in der nächsten Runde. Denn ein Sainz mit dem Auto, mit dem Motor und vor allem Paris ist draußen. Oh, schade, bei so einem Grand Prix mit DRS ist das echt schwierig, dann hinten zu bleiben oder vorne zu bleiben. Aber wir sagen natürlich, hier gucken wir jetzt mal den Start an, denn da war eine Szene dabei, die mir, ja, nicht den Start selbst, aber in der ersten Runde getrommelt war eine Szene dabei, die ich mir unbedingt nochmal anschauen möchte. Die natürlich mit Verstappen, mir und hier gab es dann die Berührung mit, genau, mit George Russell. Der ist Rad an Rad gewastert, das war jetzt eher okay. Dann gab es aber nochmal die Berührung hier. Russell überhaupt nicht hier fair behandelt worden, gefühlt in der ersten, ja, so Runde, in dem ersten Startgetummel. Ging es Russell da jetzt nicht so gut. Hier wollte ich nebengehen, da ich dachte mir so, ja, dann stecke ich nochmal zurück, gehe ein bisschen neben die Strecke off track. Hier wollte ich dann unbedingt hinter Sainz bleiben, weil ich ja wusste, das ist eine Linkskurve. Und Sainz, sie vertut sich hier, fährt Verstappen vor die Nase. Ja, da ist einfach kein Platz für so viele Leute. Verstappen hier mit dem Pendler dann. Ich meine, vor ihm einer, dann kommt links neben ihm einer. Also das ist auf jeden Fall, ich würde sagen, ein Standard Startgetummel oder erste Runde Getummel. Aber ja, das war auf jeden Fall nicht meine Absicht. Sollte ich ihn irgendwie behindert haben, dann ist es, sehr, sehr eng gewesen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Sainz da so einen Super dran liegt. Es ist Gelb, das ist Paris jetzt. Wir sind Ende dritter Runde und sind aus dem Sekundenfenster draußen von Carlos Sainz Jr. Das ist sehr gut. Holen nochmal die schnellste Rennrunde. Das ist noch besser. Aber ist natürlich das große Aber. Wir sind nur 1,2 Sekunden von Sainz weg und der ist mit den gelben Reifen unterwegs. Das heißt, der wird vermutlich viel länger fahren und zum Schluss die viel besseren Reifen haben. Also es ist nichts noch entschieden, es ist bei Gott nichts entschieden. Der macht jetzt nachher so ein bisschen den Bremsklotz gegen Verstappen, gegen Hamilton, eventuell gegen Leclerc. Aber ja, irgendwann zum Schluss müssen wir dann ja auch auf diesen gelben Reifen, der ja so langsam ist. Aber ich denke mal, es ist das Podium, ist auf jeden Fall drin. Und das, ja, ich möchte auch alles dafür tun, den Win zu holen. Aber das wird vermutlich nichts. Das wird vermutlich gar nichts mehr. Wir sind in der 7. Runde, fahren immer noch auf dem roten Reifen, sind jetzt immerhin 2,4 Sekunden von Carlos Sainz weg. Ja, jetzt wird es dann schon langsam Zeit, mal in die Box zu fahren, denn die sind nicht mehr so schön. Die sind ja gerade hinten, du merkst halt beim Einlenken, dass dann immer wieder das Heck ein bisschen rutschig wird, dass dann immer wieder, ja, dass du nicht mehr so richtig schnell aufs Gas gehen kannst. Das sind dann die Standard-Reifenschäden oder ja, Reifenabnutzungen, die ich mir hier, ja, die natürlich schon kommen, die Reifenabschleißteile. Jetzt gehen wir in die Box rein, gucken wir mal, wo wir rauskommen. Es wird vermutlich nicht in die Top 5 sein, wenn die nicht auch reinkommen. Verstappen kommt rein, Hamilton kommt rein, Leclerc kommt rein und auch Verstappen kommt. Ah, und auch ein Norris fährt noch weiter. Lila, das ist gut, wir sind hier die letzte Box, das bedeutet auch, uns wird keiner irgendwie, ja, behindern. Mit den gelben Reifen werden wir jetzt natürlich um einiges schneller sein als Sainz mit seinen alten gelben Reifen. Trotzdem wird sehr, sehr hartes Rennen noch. Es sind noch 10 Runden zu gehen, plus diese Runde. Und, ja, es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr enger Fight um den ersten Platz. Yuki Tsunoda jetzt hier vor uns, den sollten wir uns easy catchen.
Okay, den haben wir uns nicht geholt. Yuki ist einfach in die Box abgebogen. Der macht uns da den Job ein bisschen einfach auf Norris drin, Russell drin. Und wir sind jetzt in Front of, oder wir sind jetzt wieder genau hinter Carlos Sainz. Natürlich mit einem Abstand von 18 Sekunden. Jetzt heißt natürlich so schnell und und natürlich auch so viel Gap wie möglich aufzuholen. Denn der wird nachher mit den roten Reifen, wenn sie nicht wieder die Genius-Strategie bei Ferrari auspacken, wird er nachher unaufhaltsam da nach vorne stoßen. Also wir werden auf jeden Fall versuchen, es hier ja, die Gap zu schließen. Es sind jetzt schon mal im ersten Sektor 4/10 und die persönliche beste Zeit. Ich denke mal, wenn die auf Rot geht, werden wir die schnellste Rennrunde nicht halten können. Das sage ich jetzt schon mal klar. Das ist aber auch nicht so wichtig, denn der erste Platz ist mir viel, viel wichtiger. Es ist Purple und wir sind 16,8 Sekunden nur noch hinten. Die Aufholjagd beginnt und wir kommen schön dran. Das ist wirklich toll, wie wir hier an Carlos Sainz Junior drankommen. Also wir knabbern immer ein Stückchen was ab von der Gap und er muss noch rein. Wenn Verstappen die Pace halten kann, fällt er vielleicht sogar hinter Verstappen zurück. Und dann wird es auf jeden Fall spannend, denn dann muss er gegen Verstappen fighten. Das ist schon mal nicht so einfach. Und dann auch gegen mich. Ich mache mir gute Chancen. Also ich habe sehr, sehr große Hoffnung, dass wir das hier heute auf dem ersten Platz beenden. Sagt niemals nie, denn es kann auch vieles passieren. Will ich mal sagen. Carlos Sainz war drin und ja, wir haben heute wirklich richtiges Glück. Er hat sich die weißen Reifen geholt und ist auf dem 5. Platz, 6. Platz jetzt zurückgefallen. Das kann wirklich nur Ferrari einfallen. Die Genius-Strategie, ewig auf Gelb draußen bleiben und dann nicht mal den schnellen Roten, sondern den langsamen Weißen nehmen. Ich habe keine Ahnung, wer sich diese Strategie bei Ferrari ausgedacht hat, aber ich bin sehr, sehr stolz, denn uns hält heute nichts mehr auf. Wir nehmen den Sieg und die schnellste Rennrunde mit. Das ist einfach nur grandios, Leute. Es ist toll, auch wenn wir in der Weltmeisterschaft nichts mehr zu mitreden haben, wird das heute ein tolles Rennen. Es war das Qualifying schon so überraschend gut bis zur letzten Kurve. Und jetzt auch hier der Sieg. Das ist was Besseres, gibt's nicht. Hier kommt das Konfetti, das Feuerwerk. Es ist einfach nur toll. Ich liebe diese Strecke. Echt extrem gut. Und extrem, ja, Verstappen ist zwar nah noch dran gekommen, wir konnten es aber trotzdem hier noch ins Ziel holen, retten, wie man es sagen will. Ich freue mich so extrem. Wir gewinnen den großen Preis von Mexiko in unserer F1 22 My Team Karriere mit Audi. Das ist der nächste Win für Audi und das ist der nächste Schritt in Richtung Konstrukteurs-WM, weiter nach oben klettern. Es sind nur noch 2 Rennen übrig, also jetzt wird's sehr, sehr spannend. Es sind nur noch Brasilien und Abu Dhabi da. Und was denkt ihr? Ist unser 3. Platz in der Konstrukteurswertung drin? Ich hoffe es. Ich würde es uns echt auf jeden Fall wünschen. Es sind so viele Punkte, die wir da bekommen würden. Da können wir uns freuen. Wir teilen uns das Podium mit Lewis auf dem 3. und Max auf dem 2. Platz. Also auch ein sehr, sehr würdiges Podium. Jetzt haben wir da insgesamt 9 WM-Titel und mich auf dem Podium. Also sehr, sehr cool. Ich freue mich da extrem drauf. Die 2 und ich werden auf jeden Fall toll. Macht mich nass. Oh shit, das war sehr random. Hier ist das Podium. Sehr, sehr gut. Und wenn wir dann irgendwann unseren WM-Titel haben, ist das geschichtsträchtig, Leute. Ich freue mich extrem, hier auf dem 1. Platz zu stehen. Das sind 26 Zähler, die wir da mitnehmen. Unser Teamkollege wird auch 16. Sehr, sehr gut. Wir sind
auf dem zweiten Platz in die WM noch vorgerückt. Das sind nur noch 48, nur noch 48 Punkte. Zwei Punkte noch, beziehungsweise vier Punkte. Und Leclercs Weltmeister. Also ich denke mal, wenn alles gut... Nein, es sind mehr noch. 8, 4, also 12 Punkte. Und Leclercs Weltmeister. Also wenn der am nächsten Rennen 12 Punkte mehr holt als ich, ist Verstappen. Wenn Leclerc am nächsten Rennen 12 Punkte mehr holt als ich, ist er Weltmeister. Und das, denke ich mal, ist für Leclerc da jetzt nicht mehr so schwierig. Also, weil er Erster wird mit schnellster Rennrunde und auch den Sprint gewinnt, ich im Sprinter nur Zweiter oder Dritter werde und auch im Rennen nur Dritter oder Vierter, ist das schon gelaufen. Also ich denke mal, dass die WM ist gelaufen, aber wir werden auf jeden Fall noch Spaß haben, die letzten Rennen, denn das Auto wird immer besser. Und ich mal mir da in der zweiten Season echt noch große Hoffnungen aus, die auf jeden Fall auch noch kommen, bevor F1 23 kommt. Das ist alles ausgerechnet. Die werden dann immer in Zweierwochenenden kommen, also pro Video zwei Rennen und das dann bis zum 14. Juni, glaube ich. Also wir werden da viel Spaß noch haben. Theo Pourchaire holt hier ja zwar nicht Punkte, aber immerhin noch keinen Schaden. Wir haben alle Ziele geschafft. 10.000 Schaden auch noch, Bro. Jetzt wird es von uns schon langsam traurig. Jetzt solltest du echt mal ein bisschen... Ja, du wirst vermutlich nicht gehen. Also es tut mir leid, aber Theo war ja nur so eine Notlösung, weil ja Oscar nicht mehr wollte. Weil ihm das Gehalt ein bisschen zu billig war. Und ich würde sagen, für heute war es mal. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Seid auf jeden Fall gerne auch morgen dabei. Oder auch später noch, kommt natürlich noch ein Road to F1. Countdown zu F1 23. Die Road kommt später. Jetzt haben wir mal den Countdown in F1 2010. Also schaut da unbedingt gerne vorbei. Abonniert unbedingt kostenlos den Channel, dass ihr nichts mehr verpasst. Schaut auch gerne auf TikTok vorbei. Fitz-Tobi macht unbedingt gerne die 13.000 voll, wie gesagt. Danke, danke, danke für den krassen Support. Alle neuen Bilder auf Instagram, Links immer alle unten in der Bio. Und abonniert gerne kostenlos. Falls euch unser Content gefällt, lasst doch gerne ein Däumchen rum da. Bis morgen oder später und ciao.